Zu unserer heutigen Sendung Alles, was recht ist, begrüßen wir zwei Studiogäste diesmal, den Olaf Kretschmann und den Heiko Schrank. Und es geht beim heutigen Thema um das GEZ. Das ist so ein, ja, immer hört man was mit dem Thema GEZ. Geht es darum, wegen bezahlen, nicht bezahlen oder wie verhält sich das, zu Recht oder nicht. Und da hat der Heiko Schrank, also warst ja schon mehrmals bei uns im Studio. Genau. Deswegen, sag ich mal, duze ich dich heute mal mit Heiko. So war nett, Thorsten. Weil wir uns ja mehrmals schon gesehen haben. Ja, du hast ein Buch geschrieben, erst die GEZ-Lüge. Mhm. In der ersten Version, die innerhalb zwei Tagen oder drei Tagen ausverkauft war. Genau. Jetzt gibt es die zweite Version, die ein Hardcover hat. Und 60 Seiten mehr, glaube ich. 60 Seiten mehr? Mhm. Gut, ja, was hat dich eigentlich bewogen, beziehungsweise hat man ja von dir verschiedene Meldungen gelesen, dass du Probleme hattest mit der GEZ? Das Buch zu schreiben, genau. Also wie die Jungfrau zum Kind quasi kam ich zu diesem Buch, weil die Intention war niemals da, muss fairerweise sagen. Ich hatte zwar nie die Beiträge bezahlt, aus Gewissensgründen, aber letztendlich, das Thema an sich hat mich überhaupt nicht interessiert, fand ich auch langweilig. Aber im letzten Jahr, im Frühjahr hat es angefangen, da hat die Sache eine gewisse Dynamik aufgenommen, kennen wir alle, diese unsäglichen Briefen des Beitragsservices. Das hat sich aber dann hochsterisiert, dass man mir gedroht hat, zum Juni, wenn ich, weil bestimmte Fristen sind abgelaufen, dann nicht bezahle, dass dann Erzwingungshaft quasi angedroht worden ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musste ich ja tatsächlich wirklich damit befassen und habe dann den Schritt nach vorne gegangen, habe die Sache veröffentlicht. Wir haben natürlich einen großen Vorteil, muss man mal sagen. Ich habe einen relativ großen Newsletter-Verteiler, weiß ja, mehrere hunderttausend Leute lesen das. Also haben wir einen Screenshot gemacht, haben gesagt, hier ist der Brief, Heiko Schrank soll in Haft, und es hat eigentlich schon irgendwie eine Bombe. Also die Medien haben, also nicht die Mainstream-Medien, aber alle Alternativmedien haben die Story gebracht. Ich glaube, über 500.000 Menschen haben das gelesen. Und in diesem Zusammenhang bin ich heute dann immer noch sehr, sehr dankbar, habe ich den Olaf kennengelernt, weil da kam dann eine Mail, ich wusste gar nicht, wer er ist, also will ja nicht so nahe treten, weil in meinem Kosmos kam es nicht vor, aber mein Sekretär hat selbst mal eine Klage eingereicht gegen die GEZ, da war eine gewisse Affinität, und als dann er den Namen nannte, hat er, oder die Mail kam, hat er so ehrfurchtsvoll da gesessen, dachte ich, was ist denn jetzt los, ist da jetzt irgendwie Jesus oder so erschienen, sagt dann, nee, Olaf Kretschmann ist derjenige, welcher, der in dieser Szene sich bestens auskennt, und ab dem Moment, sag ich mal, haben wir sehr gut miteinander kooperiert, und er hat mir da auch geholfen. Und um die Sache abzukürzen, es war niemals die Intention, ein Buch daraus zu machen, aber es ging ja immer weiter. Sie haben mich ja immer weiter genötigt, denn September war letzter Stand, ja, so letzte Mal, wenn Sie nicht innerhalb, dann, es gibt keine Diskussion mehr, da gab es auch keine Briefe vom Beitragsservice. Nein, nein, bei mir ist Rundfunk Berlin-Brandenburg zuständig, gleich von oben aus der Geschäftsetage, also nicht, ich weiß ja, in den Medien, also in den Internet, wie immer kursiert wird, ja, die sind nicht unterschrieben, die schreiben, meine sind unterschrieben, zweifach sogar unterschrieben, mit einem gelben Brief, auch zugestellt. Also, es funktioniert schon. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich angefangen, Anfang letzten Jahres ein Buch zu schreiben, also nach dem Motto, wie die Jahrhundertlüge, die kennst du ja, dieses Buch, und nach diesem gleichen Stil, also politisch und auch spirituell, und dann habe ich gesagt im Büro, wir machen mal ein Kapitel, das ist wichtig jetzt, ein GEZ-Kapitel in diesem Buch. Und die Sache wurde immer mehr und immer mehr, dass sie gesagt haben, jetzt reicht's mir, die Botschaft muss raus, war überhaupt nicht geplant. Also haben wir quasi outresourced sogar diesen Teil, haben gesagt, jetzt machen wir ein separates Buch, was dann, wie gesagt, im Dezember eingeschlagen ist, kurz vor Weihnachten, wie eine Bombe. Bin den Leuten sehr dankbar dafür, Riesenrückmeldung. Wir zusammen halten nachher noch einen sehr großen Vortrag zu dem Thema, also unzählige Menschen sind damit mittlerweile ermutigt worden, die gesagt haben, wir folgen diesem Weg, den ihr vorgegeben habt. Ganz kurz noch, auf unserer Seite www.macht-steuertwissen.de, da haben wir mittlerweile einen extra Button GEZ, der wird von mehreren tausend am Tag angenommen mittlerweile. Richtig, Brief A, wie antworte ich, Brief B kommt denn wie an, also ein richtiger Fahrplan, wie man damit umgeht, und der ist auch im Buch. Und hattest du keine Angst davor jetzt, dass du doch vielleicht ins Gefängnis kommst oder irgendwas passiert? Nee, völlig im Gegenteil, weil das ist ja nur die Diskussion, die wir immer mit allen Leuten hatten und sehen. Der Hauptpunkt, der bei fast allen immer drüber steht, ist Angst. Angst, also nicht nur Angst vom Terror, vor der Krankheit, sondern Angst vor irgendwelchen Institutionen. Die habe ich nie gehabt, sondern mittlerweile sehe ich das sogar als, ich sag's mal, als religiösen Akt an, weil
man muss es ja mal so sehen, es gibt Leute, die pilgern nach Santiago de Compostela, sind, weiß ich nicht, Wochen unterwegs, zahlen tausende Euro woanders für Selbstfindungsseminare. Und der Weg, den, so sehe ich ihn, den Weg des friedvollen Kriegers, quasi, der mit der Sache anders umgeht. Also letztendlich sage ich, okay, ich bin ja gesprächsbereit. Und wenn sie mich verhaften wollen, stehe ich aber nicht da, wie andere dann mit 1000 Kameras. Dann sage ich, okay, dann müssen wir den Weg gehen, aber bin ich bereit, aus Gewissensgründen zu bezahlen. Aber ich glaube kaum, können sie gerne machen, aber wenn sie mich verhaften, wird wahrscheinlich das Buch eine Million auf Lager haben. Wollen sie wahrscheinlich vermeiden. Ja. Das sind Märtyrerfunktionen, sage so ich jetzt mal, genau. Solche Sachen. Das Thema ist aber, du bezahlst ja jetzt nicht die GEZ nicht, weil du sagst, ich habe das Geld nicht und will das nicht. So wird es ja immer dargestellt. Es wird ja immer dargestellt, die wollen nur schmarotzen oder sonst irgendwas. Genau. Sondern du hast ja andere Beweggründe, warum du das jetzt nicht bezahlst. Klar, na, wie gesagt, aus Gewissensgründen. Ich habe es noch nie bezahlt. Ich konnte auch es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Gelder zu investieren für Kriegspropaganda, für Lügen. Kennen wir mittlerweile alle. Die haben ja so massiv zugenommen, speziell in den letzten 2 Jahren, Russland-Bashing und so weiter. Nachweisliche, die sogenannten Fake-Meldungen, kann ich nur lachen drüber, weil die Medien bringen ja die Fake-Meldungen täglich. Aber viel schlimmer ist, dass beispielsweise in Syrien oder auch immer noch in Afghanistan oder Pakistan unschuldige Menschen quasi getötet werden und man uns immer wieder erklärt, der Kampf gegen den Terror, ist ja ohnehin völlig perplex. Also das war ja der Grund damals, warum in Afghanistan eine Resolution erlassen worden ist vom Bundestag, dass Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan gehen, um den Terror dort zu bekämpfen. Merkel sagte damals, damit wir den Terror nicht in Deutschland haben. Letztes Jahr macht sie so die Tore ganz groß auf und sagt, kommt mal alle schön her, ohne Überprüfung und holt ihn rein. So, und das wird quasi in den Medien ja noch unterstützt letztendlich. Und jetzt haben wir die Terroranschläge ja bei uns im Land. Und tut mir leid, also kann ich wirklich keinen Cent für investieren, weil ich gebe die Energie ja noch in dieses System. Geht nicht. Mhm. Ja, Olaf, dann kommen wir mal zu dir. was hat dich bewogen, die GEZ, mit dem Thema zu beschäftigen? Bei mir ist vielleicht das Kuriose im Gegensatz zu Heiko, ich habe 20 Jahre lang Rundfunkgebühren bezahlt. Ja? Also ich bin auch dem Dogma auferlegt, ich habe mich sogar 1993 selbstständig mal freiwillig angemeldet, weil mir die Leute erklärt hätten, wenn man ein Rundfunkempfangsgerät zum Rundfunkempfang bereithält, dann hätte man dafür eine Gebühr zu entrichten. Und ich weiß nicht, wie es den Menschen in meiner Generation und älter geht. Das ist so ein Dogma, was extrem gut funktioniert hat. Weil das klingt so wie nach dem Motto, ich habe ein Telefon, für einen Telefonanschluss musst du ja auch was bezahlen und es ist völlig egal, ob du jetzt telefonierst oder nicht. Was in diesem Kontext aber noch nie berücksichtigt worden ist, und das ist mir erst viel später aufgefallen, dass es überhaupt keine Trennung gibt zwischen dem Zugangsprovider, also der dir die Möglichkeit gibt, am Rundfunk überhaupt teilzunehmen, und dem Content-Provider, also der den Inhalt bereitstellt. Diese Trennung gibt es gar nicht. Und im Internet ist das eigentlich tagtäglich üblich, dass jeder eigentlich nur eine Gebühr dafür bezahlt, dass du einen Zugang hast zum Internet, ja, und dann selbst entscheidest, okay, welchen Content nehme ich denn zu mir, und dann, wenn der kostenpflichtig ist, musst du diesen Content zahlen. Und beim Rundfunk gibt es so diese super Sonderkonstruktion, dass das alles in einem ist und sich eigentlich gar nicht erschließt, warum muss ich, wenn ich jetzt nicht öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfangen möchte, aber einen anderen Art von Rundfunk, ausgerechnet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Und darüber hat nie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesprochen. Ich bin auch selber, wie gesagt, auf das Dogma reingefallen, so nach dem Motto, ja, macht ja mal Sinn, dass das so ist. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Sonderstellung. Und bei mir ist es so, ich setze mich sehr mit dem Thema Informationsaufbereitung auseinander. Also wie wird medial etwas inszeniert? Ich staune selber darüber, dass so viel Zeit vergangen ist. Ja. Und bei mir war es so gewesen, wenn du das machst, also auch diese mediale Analyse, wie Themen inszeniert werden, dann ist es so, dass dir sehr schnell klar wird, dass bestimmte Pattern benutzt werden, also bestimmte Strukturen und Muster benutzt werden in der Darstellung von Themen. Also ich nenne das immer Synchronität. Also es ist ein Zufall, das ist ein Thema, gleichförmig bei ARD, gleichförmig bei ZDF, gleichförmig bei Deutschlandradio oder in der Bild oder bei Spiegel zu sehen ist. Wir benutzen nur eine andere Sprache. Aber das Thema und die Deutung ist identisch. Und wenn du das sehr detailliert analysierst, habe ich mich gefragt, welche Aufgabe hat eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? So, und wenn du das dann tiefer anfängst zu recherchieren, und für mich war so ein Initialpunkt der Syrien-Konflikt, da hatte ich eine Sendung sehr detailliert analysiert, die heißt, oder ist heute noch zu sehen auf YouTube, Heimlich in Homs heißt, war eine Dokumentation, und die habe ich sehr detailliert auseinandergenommen. Nicht um dem Rundfunk was vorzuwerfen, sondern nur um zu verstehen, wie wird das inszeniert? Und ich habe all diese Fragen an den Rundfunk gestellt
Und der Rundfunk wollte mir dann erstmal nicht antworten. Dann habe ich die damalige Intendantin eingeschaltet und die hat dafür gesorgt, dass ich eine Antwort bekommen habe. Und die Antwort war für mich so, also es ging gar nicht darum, wie haben die jetzt konkret auf meine redaktionellen Fragen geantwortet, sondern die hatten dann zu mir gesagt, dass ich zu einer anderen Meinung gekommen wäre, wäre gerade der Job, den die halt hätten mit ihrem Bildungsauftrag. So. Und wenn du dann verstehst, okay, also du musst dem Manipulator für seine Manipulation auch noch dankbar sein, dann fängst du an, natürlich tiefer zu recherchieren, was geht hier ab. Und dann bin ich eingestiegen in diese gesamte Grundstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Woher kommt Grundversorgung? Woher kommt Daseinsgarantie, Finanzierungsgarantie? Das sind ja alles so eine tollen Worte. Und wenn du das sehr detailliert einstellst, also wirklich, ich nenne das immer Einfräsen, Heiko lacht dann immer schon darüber, ja, ich nenne das Einfräsen in diese Thematik, dann ist es so, dass eigentlich eine extreme Unglaublichkeit entsteht, dass du sagst, was? So ist das Ganze inszeniert worden, so ist das Ganze aufbereitet worden. Und dann fängt es an, dass du, also mir ging es zumindest so, dass es gar nicht darum geht, was der Rundfunk jetzt dir sendet, sondern dass du mit der gesamten Struktur, wie das Ding inszeniert ist, also auch politisch abgesichert ist, dieser ganze Lobbyismus, bei mir sich einen Gewissenskonflikt entwickelt hat. Also wirklich vom Herzen aus habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr unterstützen. Ja, also auch wenn ich auch noch so eine Antwort bekomme, also ja, so nach dem Motto, schön, dass Sie die Manipulation erkannt haben, ja, es ist unser Job, dass in Ihnen dieses Bewusstsein halt wächst. Und ich habe dann einen offenen Brief geschrieben an, bei mir ist es zufälligerweise auch dieselbe Rundfunkanstalt, der RBB, und habe der Intendantin gesagt, hallo, liebe Intendantin, ich habe einen Gewissenskonflikt, ich kann diese Abgabe nicht leisten. Und das war kurz bevor der Rundfunkbeitrag eingeführt worden ist, also am 31.12.2012 habe ich diesen Brief geschrieben, als offenen Brief verfasst. Und damit hat eine Rundfunkanstalt ein Problem, weil ich habe die gebeten, dass sie mich zu befreien haben. Hm. Ja. Und so war bei mir im Prinzip der Einstieg in dieses Thema. Und für eine Rundfunkanstalt ist es extrem komplex, mit diesem Thema umzugehen, weil die sagen, okay, Gewissensfreiheit, wie jetzt Gewissensfreiheit? Was hat jetzt Rundfunkbeitragspflicht mit Gewissensfreiheit zu tun? Die versuchen das schön zu trennen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Ja. Das war mein Einstieg in dieses Thema. Ja, das ist auch so ein Selbstbelügen, sage ich jetzt mal, um dass sie ihren Job machen können, glaube ich eher, dass sie das auch trennen für sich selbst. Dann auch die Journalisten. Kann ich kurz was sagen dazu? Ja. Und zwar finde ich das ganz interessant mit dieser Befreiung. Und das ist der Punkt, wo ich auch mal unseren Zuschauern sage, fang einfach mal an, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen. Also du konntest dich ja damals, wie du ja weißt, aus Gewissensgründen auch von der Wehrpflicht befreien lassen. Du hast einen Antrag gestellt, ja, hat glaube ich eine Woche gedauert, haben ja viele Christen so gemacht. Also aus glaubenstechnischen Gründen kann ich mein Gewissen nicht vereinbaren und dann haben sie eine Genehmigung bekommen. Also das heißt, ich kann mich von der Wehrpflicht befreien lassen. Ich kann aus dem Fußballverein austreten, aus der Partei und aus der Kirche, zahle keine Gebühren, aber hier wirst du gezwungen, an einer Zwangsabgabe bis zu deinem Lebensende die zu entrichten. Also schon einer das an sich ist ja schon mal ein Grund, wo man sagt, irgendwo haust du dich ja nicht hin, oder? Ja, ja, weil es ja eher eine Steuer oder eine Gebühr ist, eine Pflichtgebühr, eine Zwangsgebühr. Wohingegen das aus meiner Sicht völlig egal ist. Also wenn der König festlegt, eine Abgabe zu entrichten, dann gibt er dir einfach eine Begrifflichkeit und dann hast du die zu leisten. Und die Deutungshoheit, was das dann ist, ob das eine Steuer ist oder nicht, liegt nicht in deinen Händen. Das legen andere fest. Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber das habe ich halt auch beim Fernsehen selbst auch erlebt. Deswegen kann ich solche Sachen auch nachvollziehen. Das Problem bei der ganzen Geschichte sehe ich nur darin, dass die durch diesen Druck wieder das Thema Angst, was die Leute ja gemacht kriegen. Und einmal die Journalisten haben halt Angst um ihren Job. Ja. Klar, deswegen machen sie das auch so, wie sie es zum Teil machen. Obwohl manche, was ich schon mitgekriegt habe, nebenbei anonymen Blogs betreiben und dann versuchen da diese Originalinformationen zu posten. Ja. Ne? Und das andere ist aber die Zuschauer an sich, weil die sagen, boah, ist mir egal, ich bezahle das halt, habe ich schon immer bezahlt, diese Lethargie, die dann da irgendwo entsteht auch, sie müssen sich ja bewegen. Und viele tun das ja nicht, dass sie sich bewegen. Welchen Anreiz gibt es jetzt für die Leute, sich zu bewegen, weil sie gehen ja erstmal in eine Konfrontation rein. Und was könnte die Leute an sich dazu bewegen zu sagen, ja, das schaue ich mir doch nochmal an, ich gehe diesen Weg. Weil der ist ja nicht unbedingt einfach. Viele Leute erleben ja verschiedene Sachen. Man hat ja eine Bildzeitung sogar gelesen, Bildzeitung jetzt Thema, von der Frau, die da ins Gefängnis zum Beispiel gekommen ist und solche Sachen. Kannst du da den Leuten so raten, wie sie einsteigen können oder so, dass sie ihren diesen Zaun, diesen unsichtbaren Zaun, den die Leute ja immer haben, wo sie nicht rübergehen, weil, oh, das könnte so ein Zaun sein, da kriege ich einen Stromschlag, da nicht weiterzugehen. Was können die Leute tun? Aber du sprichst eine sehr interessante Sache an. Also, du musst erstmal
in deinem Bewusstsein entwickeln, dass da ein Zaun sein könnte. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann hast du dazu auch keinen Zugang. Und da finde ich es auch vermessen, wenn du die Leute da ranführst und sagst, hallo, denk doch mal über das Thema nach. Ja, so nach dem Motto, du bist schlauer als die anderen, ja, und willst sie bekehren in dieser Thematik. Darauf wollte ich ja hinaus. Das und das sehe ich überhaupt nicht so. Sondern wenn in deinem Bewusstsein diese Wahrnehmung entsteht, okay, hier ist irgendwo eine Grenze, die du mit deinem Herzen nicht vereinbaren kannst oder die du verstehen willst, warum diese Grenze ist ja auch so nicht eine wirklich sichtbare Grenze, also irgendwie so imaginär ist die im Raum, ja, und für die einen, die merken das und spüren das. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass ein Großteil der Leute, die bei denen der Verdienst jetzt nicht ganz so knapp ist, also die jetzt nicht, sag ich mal, in einem unteren Einkommensniveau sind, sondern denen es einigermaßen geht, die nehmen das in Kauf, die nehmen das bewusst in Kauf. Die nehmen in Kauf, dass sie sagen, okay, das ist, ja, ich nenne es mal hart gesagt, wie ein Schutzgeld. Mhm. Ja, ich bezahle das lieber, bevor ich mich mit dem System anlege. Mhm, genau. Und mit dem System, für mich ist es nicht, ich lege mich überhaupt nicht mit dem System an, sondern ich zeige denen auf, hallo, ich habe hier einen Gewissenskonflikt, sie haben mich zu befreien. So, und da ist es für die schwierig, was machen wir jetzt mit dem? Ja, ist das jetzt kein Gewissenskonflikt? Müssen wir jetzt irgendwie eine virtuelle Konstruktion schaffen, dass das nichts mit dem Gewissen zu tun hat? Und bei mir hat das, also man sieht es auch sehr schön an diesen anderen Dingen, wie sich der Rundfunk mit dieser Problematik eben halt beschäftigt, seit dieser Rundfunkbeitragseinführung. Die brauchten aus meiner Sicht über 3 Jahre, um eine juristisch saubere Formulierung zu finden, wie gehe ich mit so einem Sachverhalt um? Also jetzt haben sie aus der Schublade, haben sie jetzt so eine Standardformulierung, wie man jetzt damit umgeht, referenzieren auch auf Bundesverfassungsgericht und so weiter. Sie sagen nicht ganz genau, worauf sie da referenzieren. Man muss dann wieder selber recherchieren, was ist das dann für ein Verfassungsbeschluss, der da gemacht worden ist. Aber sie brauchten auch selber 3 Jahre, um zu sagen, okay, wie gehen wir mit so einen Leuten um? Und du wirst auch erleben, dass versucht wird, alles Mögliche dafür zu tun, dass das nicht irgendwie eine größere Schwingung bekommt. Mhm, klar, das ist wichtig. Nee, aber den Weg finde ich ja gut. Deswegen war das nochmal gut, dass du nochmal den Weg erzählt hast. Weil ich finde, das andere ist mehr so ein Druck mit Gegendruck. Wie wollen sie anders da reagieren? Wenn ich dich jetzt beschimpfe und sage jetzt, oh, eure Lügenpresse will ich nicht, deswegen lehne ich das ab, ich bezahle euch jetzt einfach nicht und so weiter und so fort. Oder auch dann sagt, ja, Vertragsrecht interessiert mich nicht und so weiter. Ich bringe den ja in eine Zwangslage rein. Wie will er anders da reagieren? Deswegen finde ich diesen Weg jetzt, dass ich sage, okay, ich kann das jetzt zum Beispiel mit meinem Gewissen oder es passt nicht vom Herzen aus, finde ich halt einen interessanteren Weg, der für viele Leute wahrscheinlich akzeptabler ist oder verständlicher ist, wie wenn es heißt, ich lege mich jetzt mit dem System an. Darf ich erst noch dazu sagen? Mir ist auch eins extrem wichtig. Also wie gesagt, wir haben ja in der Kooperation, Olaf hat ja vorher schon sehr viel bewegt, aber eigentlich auch sehr viel gemacht für die Menschen. Musste aber eins feststellen, dass viele davon ausgehen, aha, da ist der Kretschmann der Schrank, die veröffentlichen jetzt hier ein Schreiben, Beitragsbefreiung aus Gewissensgrund, Härtefall, dann mache ich mal und es kommst. Dann denken die, das war's jetzt. Also quasi, das ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau, komm raus. Ganz oft, ich kann es schon nicht mehr hören, jeden Tag kriegen wir Mails, hat nicht funktioniert, was mache ich jetzt? So, das heißt, von vornherein muss ich mir klar sein, dass es ein Weg ist, der kann auch steinig sein, da kann alles Mögliche passieren. Und dann, wir wollen auch hier gar keinen überzeugen, ist ganz entscheidend. Das bringt überhaupt gar nichts. Ist ja wie ein Versicherungsvertreter, ja, versucht den jetzt irgendwelche Argumente zu bringen, dass er mein Produkt kauft. Darum geht es gar nicht. Wie Olaf schon sehr gut formuliert hat, im Inneren muss der Entschluss entstehen und sagen, ich bin nicht bereit, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann soll er wissen, dass bestimmte Dinge passieren können. Nur, wenn ich mir Katrin Weihrauch angucke, die habe ich, wie gesagt, gestern interviewt, überragende Frau. Und da ist es ja so, die hat ja eine Tochter, 8 Jahre alt, alleinstehende. Da war der Haftbefehl war ja raus. Ja. Und es war klar, die Tochter wäre alleine. Und alle haben noch gesagt, um Gottes Willen, was ist für eine böse Frau? Das ist genau das Gegenteil der Fall. Die haben nie Fernsehen geguckt, die hat, wusste gar nicht, hat immer über Winter in Indien gelebt, ganz toll, spirituell, super, hat das Kind auch so erzogen, das Mädchen. Das Mädchen hat das verstanden und hat so gesagt, Mama, ich bin stolz auf dich. Muss man sich mal vorstellen. Und das sind die Menschen, die diesen Gandhi-Weg oder Jesus-Weg oder Sokrates-Weg gehen, die sind wirklich gefährlich. Weil die sagen, was kann, ich drohe jetzt, mache Tour. So, na gut, aber ihr könnt das machen, was ihr wollt, ich kann es mit meinem Gewissen nicht. Du musst zahlen, du kommst nicht. Du kannst trotzdem mein Gewissen nicht vereinbaren. Genau. Und deswegen ist viel wichtiger zu wissen, 4,9 Millionen Nichtzahler existieren. So. Und die Frage ist, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Du kennst das Pareto-Prinzip, 20-80%-Regel, 20%, ja,
machen 80% des Umsatzes und so weiter. Ja, ja. Diese kritische Masse. Und die kritische Masse, gibt es verschiedene Aussagen darüber, zwischen 10-11% bis 20% liegt die. Und das ist spannend. Das heißt, jeder von den Zuschauern kann wirklich der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber die Medien erzählen genau das Gegenteil. Weil Frau Weihrauch ist ein Einzelfall. Die ist ja ein bisschen durchgedreht, eine bekloppte, asoziale Hartz-IV-Empfänger, so ungefähr so in dieser Art. Ja, so will ich ja ohnehin nicht sein wie die. Und, aber die Realität ist eine andere. Also beziehungsweise es, schaffen auch die Fälle, zum Teil. Genau, ne? Ist aber eine andere. Und davor haben sie ja Angst, dass immer mehr Menschen diesem Weg folgen. Und deswegen auch ein Dank an euch, dass wir hier bei euch sitzen dürfen und diese Botschaft an die Menschen weitergeben. Das tut ja auch eine Menge auch dafür. Ne? Ja, deswegen finde ich das ja gut vom Herzen aus. Aus meiner Überzeugung raus zu handeln. Und wenn ich das dann mache, dann läuft das auch anders da. Dann kann ich auch anders da reagieren. Dann gehe ich auch weniger in die Angst rein. Deswegen fand ich ja das eben gut, Olaf, wenn du das gesagt hattest. Ja, jetzt nochmal aufs Buch zurückzukommen. Okay. Jetzt, ne? Kurz. Die Leute, ist jetzt das Buch, sagst du ja auch, spirituell geschrieben. Du hast ja auch da Aspekte im Endeffekt drin, dass es nicht darum geht, jetzt Druck zu erzeugen und zu sagen, oh, das sind die Bösen, draufzuhauen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen. Auf was? Auf diese spirituelle Ebene, die du in dem Buch da drin hast. Muss man sagen, nicht, dass die Leute enttäuscht sind. Es ist nur ein klitzekleiner Teil, im hinteren Teil, wo es darum geht. Zum Schluss. Genau, zum Schluss. Was ich den Menschen, den Leuten sage, es ist einfach eine Betrachtungsweise. Also, wie gesagt, ich sehe es als Weg nach innen. Also es gibt Leute, wie gesagt, die zahlen Tausende von Euro, das kennst du selber, für Selbstfindungsseminare, rennst zu irgendwelchen Gurus. Damals bei Osho, den haben sie in Rolls-Royce-Fuhrpark geschenkt, haben ihr Vermögen dem geschenkt, um da irgendeine Erleuchtung zu erlangen, so grob. Ja, ja, ja. Wenn ich aber schaffe, ich hatte jetzt, sag ich mal, ja, den Luxus, wie auch immer, mir eine Auszeit zu nehmen, mache ich immer Ende des Jahres. Also, wir reden über Auszeit, nicht im All-Inclusive-Hotel, Alkohol und Essen bis zum Abwinken, sondern ich bin da komplett alleine, ohne Familie, ohne alles, ohne Kinder und gehe da auch den Weg nach innen. Also eine Art Selbstreflexion, wo du manchmal auch erschrocken bist, um Gottes Willen, was machst du hier eigentlich, beziehungsweise was läuft hier in der Welt eigentlich ab, im Außen? Und da erkennst du dann auf einmal relativ schnell, dass es oftmals nur Gedankengebilde sind. Das heißt also, weil du von der Angst sprach. Was ist denn eine Angst? Es sind Gedanken, die sind da. Das Problem ist die Anhaftung zu diesen Gedanken. Wenn ich mich mit dem identifiziere, oh weia, da kommt ein Brief und oh, die haben mir jetzt gedroht. Wenn ich aber schaffe, der Beobachter zu sein, also da kommt der Brief, ich beobachte die Emotionen und sage, oh, sehr interessant, da kommt gerade was hoch. Oh, Wut, da, die Wut darf da sein. Ich schaffe also einen Raum. So, und ich ziehe das durch. Und hier geht es um 300 Euro. Mal ganz ehrlich, es gibt nirgendwo ein günstigeres Selbstfindungsprogramm. Ja, selbst wenn du zum Schluss nach einem Jahr sagst, ach, irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, jetzt zahle ich doch die 300 Euro. Dann hast du für dich selbst so viel getan, aber nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld, weil du dich dadurch veränderst. Du hast ein Selbstwertgefühl, was sich steigert, weil du nicht in Konfrontation gehst, wie fast alle. Ich lasse mir das nicht gefallen, mein Weg ist der richtige, dein Weg ist der falsche. Streiten die sich auch noch. Hat mir gestern Katrin Weihrauch erzählt, dachte, das kann nicht wahr sein. In diesen GZ-Gruppen, die machen sich gegenseitig noch an und vorstellen, was sag ich mir. Also im Endeffekt muss jeder seinen Weg finden. Und wir sagen nur, okay, das ist unser Weg, den Weg des friedvollen Kriegers, also vergleichbar wie so ein Grashalm, der im Wald, wenn der Wind reinbläst, quasi Energie des Windes aufnimmt und hin und her geht und nicht wie starr wie ein Baum, ich lasse mir das aber nicht gefallen, knickt auf einmal. Das heißt, Großteil der Leute, die mir so begegnet sind, wie gesagt, ich bin ja nun damit konfrontiert, war nicht falsch verstehen, aber die haben nicht alle nur schlechte Laune, sondern das Umfeld sagt schon, die kann ich ja nicht mehr ertragen. Weil die so in die Negativität reingehen, sie haben ja irgendwie auch recht, das System ist verlogen. Es ging mir ähnlich, gebe ich ehrlich zu. Für einen Moment, im Sommerbereich kam das auch hoch, musste raus, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Staat im Staat, der sich hier gebildet hat. Ein Betrugssystem, 8,3 Milliarden Einnahmen. Mittlerweile wissen wir, die Pensionspombe tickt so immens, dass ja der KIF-Bericht, der zum 31.12. geschrieben hat, so ein fetter Bericht, keiner liest den, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Landesrundfunkanstalt, dass so eine Deckungslücke von 2,1 Milliarden ist. Da haben wir schon beide philosophiert im Sommer und haben gesagt, die werden den Beitrag anheben. Und offiziell wurde gesagt, nein, wir wollen den ja eigentlich senken.
Und dann kam der Mainstream-Fokus, glaube ich, vor ein paar Wochen mit den Artikeln. Ja, aus den und den Gründen muss wahrscheinlich der Beitrag kommen. Das heißt, wir finanzieren letztendlich abgehalftete Politiker, die als Intendanten in den, oder in den Landfunksrunden, in den Räten sitzen. Und da habe ich irgendwann gesagt, das geht einfach nicht mehr. Kann ich nicht mehr machen. Und entweder man guckt weg und sagt, okay, wie du sagst, der Mittelstand zahlt sein Schutzgeld. Aber ich muss sagen, selbst in meinen Kreisen sind einige jetzt dabei, die auch sagen, okay, Heiko, ich versuche es zumindest mal. Ich versuche es zumindest mal anzufangen, den Weg zu gehen. Und da haben sie Angst vor. Deswegen haben wir genau Discover so genommen. Aus unserer Sicht ist dabei, ist wie eine Titanic, die ist echt dabei unterzugehen. Und Alternativen gibt es ja genug im Endeffekt. Ja. Ne, im Informationszeitalter heutzutage gibt es genug Informationsmöglichkeiten. Die Frage, die jetzt noch ist, also wie gesagt, einmal das Spirituelle finde ich gut. Und das hast du ja auch schon angesprochen im Thema, dass nochmal, die Leute haben eine Angst eigentlich vor der Zukunft, die ja gar nicht da ist, weil wir leben ja eigentlich nur in der Gegenwart. Ja. Und warum soll ich dann Angst haben vor der Zukunft, wenn es noch nicht da ist? Ich habe ja noch gar nicht dieses Schreiben, das erschaffe ich ja im Endeffekt dann da auch mit, dass das passiert. Habt ihr damit selbst so irgendwie Erfahrungen gemacht? Also viele Menschen, also das, was du eben auch gerade jetzt beschreibst, bedarf ja auch, dass das in deinem Bewusstsein ein Zustand ist, dass du das überhaupt so reflektierst, also im Jetzt zu sein. Und ich glaube, dass das System und die Systemschützer das Prinzip brauchen, dass die Angst existent ist. Genau, ja, also als Kit, die hält das zusammen. Ja, die brauchen das einfach. Umsonst, also umsonst heißt es nicht Vollstrecker. Mhm. Ja, also so ein Vollstreckungsbescheid und Vollstrecker, schon die Namen sagen eigentlich alles aus. Und ich glaube, und das, ich weiß nicht, ob es der Weg dann sein wird, dass sich das wirklich auflöst, aber das System hat ein großes Problem, und es wird auch transformieren mit Menschen, die angstfrei sind. Ja, absolut. Allgemein, genau. Katrin Weihrauch ist zum Beispiel, Sieglinde Baumert ist zum Beispiel, Heiko ist zum Beispiel. Ich selbst bin auch zum Beispiel. Die Menschen, also wenn dir der so ein Vollstrecker begegnet, haben die natürlich ein Problem. Ja, also sie, um sich zu schützen, werden sie versuchen, mit dir keinen Dialog zu führen. Ja, sondern sie werden darauf beharren, um zu sagen, hey, ich brauche das Geld, mich interessiert gar nicht jetzt die Umstände, ich brauche das Geld. Ja. Und du siehst es ja auch an Heiko, also man kann es ja schön sehen, auch an den Fällen von Katrin, an Sieglinde und an Heikos Fall. Was passiert, wenn du offen auf den anderen zugehst? Was ist dann, wenn du der Rundfunk, also wenn du jetzt nicht einfach den Beitragsservice schreibst, sondern du schreibst persönlich dem Intendanten? Ja, dann macht der Intendant Folgendes. Er versucht das gleich wegzugeben an einen Beauftragten, der das dann koordiniert. Aber du schreibst wieder an den Intendanten. Ja, und committest dich persönlich auch ihm gegenüber und dann haben die ein Problem. Die haben Antwortschreiben auch gekriegt von dem. So. Ganz lustiges Schreiben, was er dann da geantwortet hat. Ja, ja, aber ich finde es okay, weil ich glaube, das kann, also ich weiß nicht, was in den Menschen vorgeht, weil wie gesagt, leider bisher, obwohl ich das schon seit 2012 versuche, versucht keiner mit mir zu sprechen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Also ich versuche wirklich einen Dialog zu schaffen. Und ich versuche auch wirklich eine Brücke zu schaffen, weil ich davon ausgehe, ist ein anderer Bewusstseinszustand. Die gehen davon aus, jo, wir handeln hier korrekt, das ist auch korrekt, dass man das Volk dazu zwingt, an diese Abgabe zu machen, weil wir tun etwas Gutes für das Volk. Und dass das sich nicht so für jeden darstellt, damit haben sie ein Problem. Ja? Und das könnte durchaus sein, dass sich das verändert. Ich habe den Leuten immer gesagt, also es ist eine Botschaft von mir, die jetzt so teilweise eine Angst sind, hört sich zwar gut an, die haben jetzt, wie gesagt, haben die Motivation von unseren Schreiben, aber dann kommt die erste Watsche und dann knicken teilweise viele ein. Was sie aber nicht erkennen ist, dass quasi, wenn immer mehr Menschen den Weg gehen, also den angstfreien Weg und Anträge stellen, blockieren die komplett das ganze System. Das kannst du als Firma, wenn du als Firma immer betrachtest, kriegst du permanent Schreiben, die müssen alle irgendwie beantworten. Da funktioniert kein Standardschreiben mehr. Und den Leuten erwidere ich und sage, macht doch eins, nehmt die 17,50, holt euch ein schönes Sparschwein, das muss euch auch animieren, das muss toll aussehen und steckt die jeden Monat dort rein. Aber verfolgt unseren Weg, die ganzen Schreiben, weil es theoretisch zum Haftbefehl kommt, da geht viel Zeit ins Land, also kann durchaus 2 Jahre oder länger dauern. Und in dieser Zeit passiert eins, also die immer wieder erwidern mir, aber wenn es denn so weit kommt, dann habe ich das Geld doch nicht. So, und jetzt, jetzt kommt der Tag X, sag ich mal, in 2 Jahren zum Beispiel. Und sie können nicht mehr und knicken ein und sagen, ich kann es emotional nicht mehr. Und dann sagen, dann machst du eins, dann haust du auf dein Sparschweinchen rauf und sagst, hier habt ihr das Geld. So, aber du bist einen gewissen Weg doch gegangen erstmal, hast was getan. So, oder Warte 2, die glaube ich, bin ein extremer Optimist, das System wird nicht mehr funktionieren, weil es ist wie so ein exponentielles Wachstum, es potenziert sich, immer mehr machen mit, es wird weggespült. Dann hauen sie auch auf ihr Schweinchen und sagen, Schatz, wir machen schön Urlaub.
zum Beispiel. Ja, das Schweinchen ist dann so eine Art Fallschirm, sage ich jetzt mal, den ich zusätzlich dabei habe, um auch meine Prägung, die Angstprägung, die da ist, um die der eine gewisse Sicherheit zu geben. Das ist eine gute Idee dann dabei, finde ich dann. Also man kann auch nicht verlangen, das finde ich, dass jeder ist ja nicht in demselben Bewusstseinszustand, dass er das Gefühl in sich trägt. Und viele Menschen begegnen mir dann auch, dass sie genau an den Punkt kommen, den Heiko eben halt beschreibt, dass man in eine Zwangssituation kommt, der man nicht mehr Herr wird. Und dann haben die Leute das Gefühl, ich habe verloren. Ihr sagt, du hast überhaupt nicht verloren. Also überleg doch mal, du warst bereit, diesen Weg zu gehen. Du warst bereit, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du warst bereit, es spielt gar keine Rolle, was du geschrieben hast, auch juristisch, ob das jetzt nur relevant ist oder nicht, sondern du hast aufgezeigt, hey, ihr habt hier eine Grenze bei mir überschritten und ich mache das mal kurz deutlich. Und dass der Staat letztendlich die größere Gewalt gegenüber dir darstellt, das ist ein Stück, das musst du dann hinnehmen. Ja. Ist im Moment noch so, genau. Mir ist auch wichtig, soll jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen, weil so eine Erkenntnis jetzt aus meinem spirituellen Kurztrip, bei dem ich war, habe ich jetzt einige Leuten erzählt, die haben mich ganz groß angeguckt über meine These, habe ich nämlich gesagt, oftmals ist es ja so, dass wir persönlich ein Problem haben und sagen, die da oben, die Politiker, also die auch alle in meinem Buch drinstehen, namenweise, die überall drin hängen, die haben ja irgendwie Schuld. Und dann geht es weiter, der Gerichter, ist ja, wir kriegen ja schon einen Brief, ich muss vor Gericht, ist der nächste Böse und der Gerichtsvollzieher ist der nächste Böse. Das sehe ich aber überhaupt gar nicht so, weil es ist einfach so, wenn du, sag ich mal, dich befasst mit anderen Bewusstseinsebenen, dann ist es nur eine andere Ebene. Ich will jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, es ist nur eine völlig andere Ebene. Und ich bin der Meinung, wenn die anderen letztendlich in der Finsternis herumtappen, und dann ist es einfach so, aus der Sicht, ich meine, also aus meiner Sicht wäre es so wie Volltrunkene, die sind also volltrunken und die können doch nicht mal zur Rechenschaft gezogen werden, ist doch klar, weil sie sind ja nicht zurechnungsfähig. Also das heißt also, die kannst du nicht mal zur Verantwortung ziehen, weil es ein ganz anderer Bewusstseinszustand ist. Mhm. Weil wie will denn jemand über mein Gewissen entscheiden? Kein Richter kann darüber der Welt entscheiden, weil nur das kann ich selbst. Also über mein eigenes Gewissen kann ich entscheiden. Das heißt also, es sind keine Gegner, Feinde, sondern letztendlich kann man die, also wie Jesus damals mit Matthäus, der ja, bin ich jetzt kein Christ, um Gottes Willen, wisst ihr alle, wenn ihr Buddhist, aber der Zöllner war, ne? Und wo Jesus dann sagt, so sind jetzt aus den und den Gründen, zahlen wir das nicht, aber ganz nett ihn anguckt und sagt, folge uns doch einfach und geht weiter und der rennt dem hinterher. Also mit dieser Einstellung quasi an diese Leute rangehen. Ja, das ist auch ein Resonanzprinzip. Weil Heiko das gerade anspricht, also deshalb ist es für mich spannend, und das wehren sich auch die Gerichte, also ich habe nur das Gefühl, dass die Gerichte sich wehren, meinen Fall zu verhandeln. Also ich war ja vor dem Verwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht wird alle Fälle meiner ersten Instanz ablehnen und mir ist dann verwehrt worden, in die nächste Instanz zu gehen. Und dann musst du einen Antrag stellen, dass du in die nächste Instanz gehen darfst. Und dieser Antrag liegt da schon jetzt seit 15 Monaten, ja, und wird nicht bearbeitet. Nur der Antrag auf Zulassung. Und ich denke, dass sie einfach ein Riesenproblem haben, wenn du das sehr, und das mache ich, sehr detailliert deinen Gewissenskonflikt darstellst, dass es auch um eine systemische Struktur geht, die bei dir einen Gewissenskonflikt auslöst, dann ist es schwierig, wie Heiko sagt, wie wollen die anderen über deinen Gewissenskonflikt urteilen? Ja, richtig. Und deshalb ist es für mich spannend, was wird das Bundesverfassungsgericht zu meinem Fall sagen? Ja, werden die überhaupt zulassen, dass dieser Fall angenommen wird? Oder werden die irgendwo einen Beschluss fassen, so einen sogenannten Nichtannahmebeschluss? Das gibt es auch. Ja, dass man sagt, das nehme ich jetzt nicht an. Und deshalb wird das spannend, weil es ist völlig egal, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird in meinem Fall. Entscheidend wird sein, was die dazu zu sagen haben. Weil das wird eine Menge auslösen. Egal, ob so oder so rum, das spielt gar keine Rolle. Weil das ist für mich so wie ein Zeitstempel der Gesellschaft, um zu sagen, ist es opportun, ja, das zur Geltung zu bringen oder nicht? Und du kannst dich ja auch fragen zum Thema Grundgesetz, wenn da drin steht, okay, es ist eine Gewissensfreiheit existent, darf ich dieses Schutzrecht für mich in Anspruch nehmen? Ja oder nein? Ja, stimmt. Anderes Thema noch, außer der ich sag mal, Haftgeschichte und solche Geschichten, gibt es ja noch die Kontofändungssachen. Ja. Damit Erfahrungen schon mal gemacht, wie Sie sich da verhalten, was da passiert? Also bei mir ist es ja so, ich habe wahnsinnig viel, also selber habe ich keine Erfahrung damit gemacht, aber ich kenne bundesweit wahnsinnig viele Fälle mit verschiedensten Arten von Pfändung. Und jetzt wäre die konkrete Frage, kann ich was dagegen tun? Ja, kann ich natürlich etwas dagegen tun. Ich kann mich gegen eine Kontofändung wehren. Problem ist nur, du musst wissen, ob in deiner Konstellation es sinnvoll ist, das zu tun.
Du könntest es einfach machen mit einem sogenannten P-Konto, ja, dann ist das ein Pfändungsschutzkonto und es gibt keine Möglichkeit, dann einen Zugriff auf dieses Geld zu haben. Aber für jemanden, der eine Firma hat, ist das logischerweise kein Weg, den du tatsächlich gehen kannst. Insofern würde ich auch hier offen den Dialog suchen. Die Vollstreckung findet ja statt über einen Vollstrecker. Und dem Vollstrecker machst du klar, hallo lieber Vollstrecker, ich weiß, dass du in der Bredouille bist, weil du hast einen Vollstreckungsauftrag von der Rundfunkanstalt bekommen. Und ich komme jetzt daher und sage, hey, ich kann nicht zahlen und angenommen, du hast Gewissensgründe, dann wird er sagen, ja, mich interessiert das nicht, ich habe hier den Vollstreckungsauftrag. Genau. Und dann sagst du zu dem, kein Problem, lieber Vollstrecker, ich mache dir vorhin einen Vorschlag, ich spreche mit dem eigentlichen Gläubiger. Ja? Und der eigentliche Gläubiger ist die Rundfunkanstalt, nicht der Beitragsservice. Und deshalb schreibst du an den Intendanten und sagst, hallo, bei mir ist dieser Gewissenskonflikt. Ist es für dich okay, ja, zum Beispiel einen Haftbefehl auszustellen? Ist es für dich, ja, lieber Intendant, okay, dass ich in ein Schuldnerverzeichnis eingetragen werde? Ist es für dich okay, dass diese gesamte strukturelle Gewalt, die du auslöst, ja, auf mich projizieren darfst, obwohl ich einen Gewissenskonflikt hast? Kannst du damit leben? Mhm. Ja? Mhm. Und dann wird er wieder versuchen, das irgendwo hinzuchinschen, aber er hat natürlich, dann fängt an, verstehst du, eine andere Ebene dem zu begegnen. Die Information ist ja da, bei ihm angekommen, richtig, egal wie. Richtig, und deshalb würde ich gar nicht sagen, es geht nicht um den super juristischen Trick, wie kann ich die Kontopfändung abwehren. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, ja? Wie kann ich auch die Vollstreckung abwehren. Das muss man auch immer im individuellen Fall halt schauen. Wenn es für dich ein Gewissenskonflikt ist, dann kann ich vorschlagen, diesen Weg zu gehen. Es gibt ganz viele Menschen, die der Meinung sind, nein, das hat was mit Handelsrecht zu tun, mit Seerecht zu tun, ja, oder mit anderem Recht zu tun, oder der Staatsvertrag ist ein Vertrag zulasten Dritter. Dritter und ja, solche Geschichten, alles genau. Dann sage ich, wenn das dein Weg ist, dann geh den Weg. Mhm. Ja, und dann muss man schauen, ob dieser Weg dann auch für denjenigen in seiner eigenen Vorstellung fruchtet. Ja, wichtig ist, dass ich, glaube ich, von der Sache überzeugt bin, was ich dann mache. Und welchen Weg ich dann gehe, ist in dem Moment egal, weil ich strahle es dann aus. Genau. Ne? Womit ich mehr Resonanz habe. Das ist ja auch, dass wir nicht alles gleiche essen, Mittagsessen, sondern der eine mag das lieber, der eine mag das lieber. Genau. Und ich glaube, so ist dabei auch. Ich glaube, einen universellen Weg, den man denen sagen kann, mach das alles so, das funktioniert nicht. Ja. Das kann auch nicht funktionieren, wenn derjenige nicht, ich sag mal, im Herzen mit allem drum und dran dahinter steht, so wie es am Anfang ja schon gesagt worden ist, wo wir angefangen haben. Und abschließend jetzt noch eine Frage an euch beide jeweils. Habt ihr nur das Thema GEZ, mit dem ihr euch beschäftigt, oder gibt es noch andere Dinge? Vielleicht von jedem dann mal eine Antwort dazu, ob es noch andere Dinge gibt, wo ihr sagt, das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, da handle ich anders oder da tue ich was anderes. Oder fangen wir an zu wissen. In der Öffentlichkeit bin ich mit diesem Thema unterwegs. Mhm. Mich beschäftigt natürlich ganz, also das ist nur eine Marginalie. Mhm. Und, aber mit den anderen Themen gehe ich nicht an die Öffentlichkeit. Mhm. Ja, aber du kannst dir vorstellen, dass das ist nur ein Resultat deines Lebens, dass du irgendwann auch auf das Thema stößt. Und für andere ist es eher andersrum. Die kommen über den Beitragsservice und über diese Thematik auf gesamtstrukturelle Dinge. Und ich beschäftige mich mit sehr vielen verschiedenen unterschiedlichen Dingen, aber eben halt nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nur ein Thema in der Öffentlichkeit, weil es für mich sehr deutlich ist, wie unrecht das System ist. Und deshalb bin ich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich den Menschen auch das Gefühl der Angstfreiheit geben will. Was ist, wenn du alles, und das wirst du auch sehen in meinem Blog, ich veröffentliche alles. Mhm. Jeden Schritt von mir, jede Antwort. Mhm. So, und das hilft den Menschen zu sehen, was ist denn da passiert? Ja, und die Leute sagen, ist das denn juristisch korrekt und so? Und dann sage ich, darum geht es nicht. Sieh einfach, was passiert. Und das nimmt den Leuten wahnsinnig Angst. Auch so ein Gespräch wird den Leuten Angst nehmen. Ja? Und das ist einfach mein Anliegen, eine schöne Veränderung zu schaffen, diese Ungerechtigkeit einfach zu beenden und diesen Weg zu gehen an die Stelle. Da findest du jetzt das GEZ-Thema eine ganz interessante Geschichte, was viele Leute ja betrifft und anspricht wie irgendwelche anderen Themen. Ja. Ne? Gut, ja, Heiko, wie sieht es sonst bei dir noch aus? Ist bei mir ähnlich gelagert. Letztendlich ist es auch nur eine kleine Nische, die sich, wie gesagt, entwickelt hat. Die Bücher kennst du, die Jahrhundertlüge, 11. Auflage mittlerweile und ist immer noch so dermaßen gefragt, unvorstellbar. Lisa Fitz hatte ich doch interviewt, wie gesagt, war ja auch so eine Sache, mich interessiert, eher sich auszuprobieren. Also jeder muss wissen, was er machen will im Leben, aber ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt Lust und mache ja selber Interviews, Schrank TV Talk. Kommt ganz gut an, aber weil ich Spaß dran habe, einfach nur so
Und wenn ich immer keinen Spaß mehr habe, dann mag ich es eben nicht. Aber letztendlich der gesamte politische Kontext, der hat sich ja nicht verändert. Wenn ich mir draußen angucke, ist eher noch dramatischer geworden. Alle gegen alle, sage ich mal. So läuft es ab. Und deswegen glaube ich, dass der Weg immer nur der Weg nach innen sein kann. Also die Selbstfindung, sich zu erkennen, wer bin ich denn überhaupt, die essentielle Frage aller Fragen. Und in diese Richtung gehe ich etwas mehr und bin dabei, am neuen Buch weiter zu schreiben, was ich ja schon angefangen hatte letztes Jahr, um dann dieses Jahr noch zu beenden. Also das große Ziel ist eigentlich die Selbstfindung von dir. Jetzt im Endeffekt, wo du hinkommen willst, wo verschiedene Sachen angetriggert werden, geguckt werden, mal was passiert dann da, um die Resonanz auf dich dann aufzuhören. Genau. Oder die Wirkung auf dich dann zu kommen. Das ist mehr oder weniger, wenn ich es mal so sagen darf, eigentlich nur das trojanische Pferd. Ich hätte es nicht für möglich erhalten, also ist wirklich jetzt kein Witz, ist unvorstellbar. Wir haben im Schnitt, wir haben jetzt mal einen Durchschnitt genommen, im Durchschnitt bestellen die Leute 3 Bücher. Mhm. Also wir haben Leute dabei, die haben 50 Bücher bestellt und so. Warum? Weil die nehmen das und teilen das weiter mit Freunden und Bekannten. Das ist Wahnsinn, weil es quasi ja so geschrieben ist, dass die Menschen es ganz leicht verstehen, zum einen, und zum anderen innerhalb von ein paar Stunden ausgelesen haben und trotzdem wird die Tür geöffnet für ein ganz anderes großes System. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand so ein Buch liest, ein Jahr später geht er zu einer Meditation, Buddhist, oder tritt in die AfD ein oder tritt in, das schreibe ich überhaupt nicht rüber, mal sieht dazu sagen, oder ist politisch da engagiert, links oben, der hat auch vorher nie irgendwas gemacht. Oder macht ein Ehrenamt oder macht ein Ehrenamt oder wird Vegetarier oder. Weiß ich nicht. Ja, weil was mit ihm passiert ist. Das ist was passiert. Das war nämlich meine Frage dann, weil irgendwann ist ja das GEZ-Thema vielleicht mal erledigt. Deswegen gibt es dann noch weitere Sachen, die dann verfolgt werden. Das war jetzt das Thema nicht, weil viele kommen ja dazu und sagen, die haben sich jetzt auf ein Thema versteift, konzentriert und jetzt fällt das Thema auf einmal weg und dann hängen sie in der Luft. Also das passiert jeweils bei euch beiden nicht. Ihr habt genug Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Ja. Und ja. Dann bedanke ich mich bei euch für das nette Gespräch. Wünsche nachher noch viel Glück bei dem Vortrag dann nachher, was dann da ist, die Veranstaltung. Okay. Ja, und ich denke, man sieht sich wahrscheinlich mal wieder. Vielleicht auch zum anderen Thema mal. Mal gucken. Vielen Dank, Dankeschön. Okay. Ja. So massiv zugenommen, speziell in den letzten 2 Jahren, Russland-Bashing und so weiter, nachweisliche, die sogenannten Fake-Meldungen, kann ich nur lachen drüber, weil die Medien bringen ja die Fake-Meldungen täglich, aber viel schlimmer ist, dass beispielsweise in Syrien oder auch in, immer noch in Afghanistan oder Pakistan unschuldige Menschen quasi getötet werden und man uns immer wieder erklärt, der Kampf gegen den Terror, ist ja ohnehin völlig perplex. Also das war der Grund damals, warum in Afghanistan eine Resolution erlassen worden ist vom Bundestag, dass Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan gehen, um den Terror dort zu bekämpfen. Merkel sagte damals, damit wir den Terror nicht in Deutschland haben. Letztes Jahr macht sie so die Tore ganz groß auf und sagt, kommt mal alle schön her, ohne Überprüfung, und holt ihn rein. So, und das wird quasi in den Medien ja noch unterstützt letztendlich. Und jetzt haben wir die Terroranschläge ja bei uns im Land. Und tut mir leid, also kann ich wirklich keinen Cent für investieren, weil ich gebe die Energie ja noch in dieses System. Geht nicht. Mhm. Ja, Olaf, dann kommen wir mal zu dir. was hat dich bewogen, die GEZ, mit dem Thema zu beschäftigen? Bei mir ist vielleicht das Kuriose im Gegensatz zu Heiko, ich habe 20 Jahre lang Rundfunkgebühren bezahlt. Ja? Also ich bin auch dem Dogma auferlegt, ich habe mich sogar 1993 selbstständig mal freiwillig angemeldet, weil mir die Leute erklärt hätten, wenn man ein Rundfunkempfangsgerät zum Rundfunkempfang bereithält, dann hätte man dafür eine Gebühr zu entrichten. Und ich weiß nicht, wie es den Menschen in meiner Generation und älter geht. Das ist so ein Dogma, was extrem gut hoch. Und hattest du keine Angst davor jetzt, dass du doch vielleicht ins Gefängnis kommst oder irgendwas passiert? Nee, völlig im Gegenteil, weil das ist ja nur die Diskussion, die wir immer mit allen Leuten hatten und sehen. Der Hauptpunkt, der bei fast allen immer drüber steht, ist Angst. Angst. Also nicht nur Angst vom Terror, vor der Krankheit, sondern Angst vor irgendwelchen Institutionen. Die habe ich nie gehabt, sondern mittlerweile sehe ich das sogar als religiösen Akt an, weil man muss es ja mal so sehen, es gibt Leute, die pilgern nach Santiago de Compostela, sind, weiß ich nicht, Wochen unterwegs, zahlen Tausende Euro woanders für Selbstfindungsseminare. Und der Weg, den Weg des friedvollen Kriegers quasi, der mit der Sache anders umgeht. Also letztendlich sage ich, okay, ich bin ja gesprächsbereit.
Und wenn sie mich verhaften wollen, stehe ich aber nicht da, wie andere dann mit 1000 Kameras. Dann sage ich, okay, dann müssen wir den Weg gehen, aber bin ich bereit, aus Gewissensgründen zu bezahlen. Aber ich glaube kaum, können sie gerne machen, aber wenn sie mich verhaften, wird wahrscheinlich das Buch eine Million auf Lager haben. Wollen sie wahrscheinlich vermeiden. Ja. Das sind Märtyrerfunktionen, sage so ich jetzt mal, genau. Solche Sachen. Das Thema ist aber, du bezahlst ja jetzt nicht die GEZ nicht, weil du sagst, ich habe das Geld nicht und will das nicht. So wird es ja immer dargestellt. Es wird ja immer dargestellt, die wollen nur schmarotzen oder sonst irgendwas. Genau. Sondern du hast ja andere Beweggründe, warum du das jetzt nicht bezahlst. Klar. Na, wie gesagt, aus Gewissensgründen. Ich habe es noch nie bezahlt. Ich konnte auch es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Gelder zu investieren. Für Kriegspropaganda, für Lügen, kennen wir mittlerweile alle. Die haben ja so. Zu unserer heutigen Sendung Alles, was recht ist, begrüßen wir zwei Studiogäste diesmal, den Olaf Kretschmann und den Heiko Schrank. Und es geht beim heutigen Thema um das GEZ. Das ist so ein, ja, immer hört man was mit dem Thema GEZ. Geht es darum, wegen bezahlen, nicht bezahlen oder wie verhält sich das, zu Recht oder nicht. Und da hat der Heiko Schrank, also warst ja schon mehrmals bei uns im Studio. Genau. Deswegen, sag ich mal, duze ich dich heute mal mit Heiko. So war nett, Thorsten. Weil wir uns ja mehrmals schon gesehen haben. Ja, du hast ein Buch geschrieben, erst die GEZ-Lüge. Mhm. In der ersten Version, die innerhalb zwei Tagen oder drei Tagen ausverkauft war. Genau. Jetzt gibt es die zweite Version, die ein Hardcover hat. Und ja. 60 Seiten mehr, glaube ich. 60 Seiten mehr? Mhm. Gut, ja, was hat dich eigentlich bewogen, beziehungsweise hat man ja von dir verschiedene Meldungen gelesen, dass du Probleme hattest mit der GEZ? Das Buch zu schreiben, genau. Also wie die Jungfrau zum Kind quasi kam ich zu diesem Buch, weil die Intention war niemals da, muss fairerweise sagen. Ich hatte zwar nie die Beiträge bezahlt, aus Gewissensgründen, aber letztendlich, das Thema an sich hat mich überhaupt nicht interessiert, fand ich auch langweilig. Aber es ging ja immer weiter. Sie haben mich ja immer weiter genötigt, denn September war letzter Stand, ja, so letzte Mal, wenn sie nicht innerhalb, dann, es gibt keine Diskussion mehr, da gab es auch keine Briefe vom Beitragsservice. Nein, bei mir ist Rundfunk Berlin-Brandenburg zuständig, gleich von oben aus der Geschäftsetage, also nicht, ich weiß ja, in den Medien, also in den Internet, wie immer kursiert wird, ja, die sind nicht unterschrieben, die schreiben, meine sind unterschrieben, zweifach sogar unterschrieben, mit einem gelben Brief auch zugestellt. Also, es funktioniert schon. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich angefangen, Anfang letzten Jahres ein Buch zu schreiben, also nach dem Motto, wie die Jahrhundertlüge, die kennst du ja, dieses Buch, und nach diesem gleichen Stil, also politisch und auch spirituell, und dann habe ich hab gesagt im Büro, wir machen mal ein Kapitel, das ist wichtig jetzt, ein GEZ-Kapitel in diesem Buch. Und die Sache wurde immer mehr und immer mehr, dass sie gesagt haben, jetzt reicht's mir, die Botschaft muss raus, war überhaupt nicht geplant. Also haben wir quasi outresourced sogar diesen Teil, haben gesagt, jetzt machen wir ein separates Buch, was dann, wie gesagt, im Dezember eingeschlagen ist, kurz vor Weihnachten, wie eine Bombe. Bin den Leuten sehr dankbar dafür, Riesenrückmeldung. Wir zusammen halten nachher noch einen sehr großen Vortrag zu dem Thema, also unzählige Menschen sind damit mittlerweile ermutigt worden, die gesagt haben, wir folgen diesem Weg, den ihr vorgegeben habt. Ganz kurz noch, auf unserer Seite www.macht-steuertwissen.de, da haben wir mittlerweile einen extra Button GEZ, der wird von mehreren tausend am Tag angenommen mittlerweile. Richtig, Brief A, wie antworte ich? Brief B kommt denn, wie an? Also ein richtiger Fahrplan, wie man damit umgeht. Und der ist auch im letzten Jahr, früher hat es angefangen, da hat die Sache eine gewisse Dynamik aufgenommen, kennen wir alle. Diese unsäglichen Briefen des Beitragsservices, das hat sich aber dann hochsterilisiert, dass man mir gedroht hat zum Juni, wenn ich, weil bestimmte Fristen sind abgelaufen, dann nicht bezahle, dass dann Erzwingungshaft quasi angedroht worden ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ja tatsächlich wirklich damit befassen und habe dann den Schritt nach vorne gegangen, habe die Sache veröffentlicht. Wir haben natürlich großen Vorteil, muss man mal sagen. Ich habe einen relativ großen Newsletter-Verteiler, weiß ja, mehrere hunderttausend Leute lesen das. Also haben wir einen Screenshot gemacht, haben gesagt, hier ist der Brief, Heiko Schrank soll in Haft, und es hat eigentlich schon lange wie eine Bombe. Also die Medien haben, also nicht die Mainstream-Medien, aber alle Alternativmedien haben die Story gebracht. Ich glaube, über 500.000 Menschen haben das gelesen. Und in diesem Zusammenhang bin ich heute dann immer noch sehr, sehr dankbar, habe ich den Olaf kennengelernt, weil da kam dann
eine Mail, wusste gar nicht, wer er ist, also will ja nicht so nahe treten, weil in meinem Kosmos kam es nicht vor, aber mein Sekretär hat selbst mal eine Klage eingereicht gegen die GEZ, da war eine gewisse Affinität und als dann er den Namen nannte, hat er, oder die Mail kam, hat er so ehrfurcht voll da gesessen, dachte ich, was ist denn jetzt los, ist da jetzt irgendwie Jesus oder so erschienen, sagt dann, nee, Olaf Kretschmann ist derjenige, welcher, der in dieser Szene sich bestens auskennt und ab dem Moment, sag ich mal, haben wir sehr gut miteinander kooperiert und er hat mir da auch geholfen. Und um die Sache abzukürzen, es war niemals die Intention, ein Buch daraus zu machen, aber